Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich Engel gießen und das ist die Viererform von Modes and Shapes und die Engel haben eine Größe von 15 cm. Also sie sind schon ganz gut groß und ich denke, dass ich da auch ganz tolle Effekte mit erzielen kann. So, als erstes habe ich mir Glitter angemischt. Ich verwende hier das Mastercast Harz, ein zähflüssiges Harz. Und ich habe hier, wie gesagt, die Chameleon Flakes, das Silver Galaxy von Etta Art mir angemischt für zwei Engel. So, das gebe ich jetzt so ein bisschen in die Flügel hinein, aber nicht so, dass die Flügel komplett gefüllt sind, weil in der Regel, das Harz bewegt sich ja und ich denke mal, da wird sich das Ganze noch so ein bisschen mehr in den Flügeln verteilen. Ich gieße jetzt meine erste Form auf. Und möchte dann mit dem Rich Teal, das ist ein ganz neues Pigment von Etta Art, da möchte ich einen Crackle-Effekt für den ersten Engel erzielen. Gehe jetzt hier nochmal eben mit dem Dotting-Tool durch und mit dem Sturmfeuerzeug, dass ich noch die letzten Bläschen aus dem Harz hole. Obwohl ich das Harz auf der Heizung stehen hatte und es ist relativ blasenfrei, setzen sich immer an diesen kleinen Bögen noch kleine Luftlöcher ab. Kleine Bläschen, die mache ich halt jetzt weg. Und dann gebe ich hier einfach nur auf mein klares Harz das Teal. Ich habe das Pulver relativ kräftig angemischt. Und ja, jetzt lasse ich das Ganze arbeiten. Ich werde da gleich noch mal ein kleines bisschen klares Harz auf mein Teal geben. Und dann habt ihr das immer so, ich weiß nicht, ob ihr es seht, dass das so ein bisschen durchsichtig wird. Und das mag ich nicht so gerne und deswegen habe ich noch mal ein bisschen von dem Teal nachgegossen. So, meine Form ist jetzt relativ voll. Gib nur noch ein ganz kleines bisschen am Kopf hinein oder am oberen Part, damit praktisch die Teal-Farbe nicht ganz so in den Kopf steigt. Also das war so das, was ich mir dabei gedacht habe. So, jetzt gieße ich meinen zweiten Engel und da gebe ich das Teal am Rand entlang. Ihr seht das da. Versucht das auch relativ dünn und gleichmäßig zu gießen. Und dann nehme ich mein klares Harz, gieße praktisch meinen Engel auf. Seht ihr hier, bin dann natürlich vorsichtig, dass ich nicht übergieße. Bei den Formen, wo man nicht so alles auf einer Fläche hat, die halt so wie beim Engel diese Flügel oder die dann schmaler werden und so, da muss man doch immer mal aufpassen, dass man nicht irgendwie überfüllt. So, jetzt nehme ich mir Weiß. Das Weiß habe ich mir angemischt mit den Pigment Drops und mit dem, was habe ich verwendet? Ich habe das Interference Pearl verwendet und ich gebe am Rand entlang auf meine Teal-Farbe und dann aber noch in mein klares Harz. Ihr seht das da. Und dann gebe ich auch noch mal ein bisschen von der Teal-Farbe da am Rand entlang und dann will ich das Ganze arbeiten lassen. Ich sehe aber, dass meine Form noch nicht richtig voll ist. Hier gehe ich noch mal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Aber ich gieße dann noch ein bisschen von meinem klaren Harz in die Mitte hinein. Und dann möchte ich, dass das Ganze gut arbeitet. Ich gehe aber auch noch mal mit dem Weiß entlang und mache da gleich ein Muster. Das werdet ihr aber nachher sehen. So, jetzt gehe ich an den dritten Engel und da habe ich mir das Hypnotic Red ausgesucht als Chameleon Flakes und das passt sehr gut zu den Ruby Red von Etta Art. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Pulver, das werdet ihr gleich sehen. Das habe ich letztes Jahr auch schon verwendet und für Weihnachten einfach super und natürlich passend zu diesem Grün. Also beides super tolle Farben. So, jetzt gehe ich aber erstmal in meine Form, mache die sauber, weil ja, irgendwie fällt da doch immer mal was rein. Und dann nehme ich hier mein klares Harz, gieße wieder die Form relativ gut auf und dann gieße ich praktisch für den Crackle-Effekt
das Rote noch hinein. Muss aber vorher noch meine Bläschen kaputt machen. Da hat man immer ein bisschen Arbeit. Und ich merke jetzt auch hier, dadurch, dass ich das Harz auf der Heizung stehen hatte, dass es natürlich viel schneller anzieht, viel schneller dicker wird. Von daher hoffe ich natürlich, dass ich noch ein paar schöne Effekte erziele. Aber ich merke schon, dass es nicht mehr ganz so dünnflüssig ist. So, ich habe jetzt hier das Rote hineingegeben, gebe jetzt so ein bisschen Klares wieder in den Kopf hinein und dann lasse ich das Harz einfach arbeiten. Und dann kommt der vierte und letzte Engel. Und da gebe ich wieder klares Harz in die Form hinein. Ich finde das Rot, auch dieses Chameleon Flake, finde ich richtig toll. Also mir gefällt das richtig gut. Und hier habe ich gedacht, ich gehe wieder in diesen Wellenlinien. Das werdet ihr gleich sehen. Aber vorher muss ich sehen, dass ich noch die Bläschen entferne, weil es setzt sich doch immer mal was fest. So, nochmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Hier bitte gerade bei diesen Ornamenten auch immer sehr vorsichtig mit dem Sturmfeuerzeug umgehen. Und hier gebe ich jetzt wieder meine Wellenlinien in die Form hinein. Und ich möchte halt ein schönes Kleid kreieren. So, das ist jetzt erstmal mein Weiß. Und dann werde ich das Rot nehmen und mache genau dasselbe. Gieße einfach teilweise auf mein Weiß, teilweise in den Lücken hinein. Weil ich habe das immer ganz gerne, wenn ein bisschen das Rot verschwindet, aber auch das Rot durchscheint. Also das finde ich persönlich sehr schön. Und da lasse ich jetzt das Harz arbeiten. Hier kann ich noch ein bisschen mit dem Rot aufgießen bei dem dritten Engel. Und gebe dann noch ein kleines bisschen von dem Clan, weil die Form war noch nicht voll. Auch hier nochmal mit dem Sturmfeuerzeug. Und dann habe ich mir gedacht, hier gehe ich doch mit dem zweiten Engel doch nochmal so ein bisschen mit den Farben entlang. Weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass sich das Ganze nicht schließt. Beziehungsweise meine Form war auch noch nicht voll und ich möchte ungern abschleifen. Und von daher habe ich gedacht, gehe ich doch einfach nochmal drüber. Auch jetzt hier mit dem Weiß, mach hier praktisch dieses Muster, kreier das und dann lasse ich das Harz einfach arbeiten und seine Magie wirken lassen. Also ich bin gespannt, wie die Engel rauskommen. Bin im Prinzip mit meinem Guss im Moment zufrieden. Ich hoffe, das Ganze breitet sich noch so ein bisschen aus und arbeitet. Und dann sehen wir uns zum fröhlichen Endformen. Für euch nur eine Sekunde und da bin ich schon wieder. So, ich kann entformen. Ihr seht, das Harz hat wirklich sehr gut gearbeitet. Ich glaube, das hat hinterher noch eine halbe Stunde nachgearbeitet und das Ganze hat sich sehr schön ausgebreitet. Bei dem Web-Effekt habe ich, bei dem Crackle-Effekt habe ich so ein bisschen noch klares Harz unten am Kleid. Ich finde es aber nicht schlimm. Weil ich habe das schon mal ganz gerne mit dem klaren Harz, weil das bringt auch noch mal ein bisschen Tiefe rein. Das ist hier, wie sagt man so schön, Negative Space. Und ja, ich mag es einfach leiden, aber das ist Geschmackssache. Meine Engel sind hier noch ein bisschen biegsam, aber ich kann sie anfassen und ich lege sie auch nachher richtig zum Aushärten hin. So. Jetzt bin ich mal auf den Crackle-Effekt gespannt und auch auf die Farbe, wie das Rich Teal wirkt und auch mit den silbernen Glitzer, Chamäleon-Glitzer. Und schaut mal, da bin ich so ein bisschen außerhalb der Kamera, aber schaut einfach mal, die Farbe ist einfach genial. Das ist wirklich wie eine Blautanne, gefällt mir so gut. So, jetzt das Gleiche mit dem Rot und hier, das ist so ein richtig schönes Weihnachtsrot. Auch sehr, sehr schön. Und schaut mal, wie schön das Kleid leuchtet. Und dann auch mit dem roten Glitzer. Also sehr schön. Doch, mir gefällt das sehr gut. Ich bin ja eh ein Fan vom Crackle-Effekt und vom Web-Effekt. Also ich glaube, das wisst ihr auch. So, jetzt bin ich auf das Kleid mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Und schaut mal, ich bin von der Mitte echt begeistert.
Ich habe da ja nichts mehr groß dran gemacht. Ich habe das Harz einfach wirken lassen und ich finde das richtig schön. Das hat Tiefe und es ist ein schönes Kleid, ein schöner Rock für den Engel. Doch, gefällt mir sehr gut. Und jetzt noch der letzte letzte Engel. Man gießt zu viele Untersetzer. Und schaut mal hier. Auch das finde ich total toll. Einfach mit dem Weiß und mit dem Rot. Doch, gefällt mir sehr gut. Ja, also mit dem Video verabschiede ich mich bei euch. Wie gesagt, ich habe hier dickes Harz verwendet und ich denke mal, da klappt das mit den Effekten sehr gut. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.